Ostpalast weiterhin gewünscht, mehr Storm wie so ein Gamer, was geht. Hallöchen. Gewünscht. Hallöchen, Leute. Und willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda. A Link to the Past. Sag mal, können wir eigentlich mal Chained abspielen, Volo? Ich hab das mal den Buben gesehen, das sah ganz witzig aus. Was können wir abspielen? Chained up oder Upchained oder sowas. Die Spiel, wie was Only Up ist, aber wo du so zusammengekettet bist mit deinen Freunden. Ich habe keine Freunde, geht also nicht. Ja, ich bin doch dein Freund. Was behauptest du? Also ich fand das sah ganz witzig aus. Das hab ich letztens bei den Buben gesehen. Das sah ganz gut aus. Oh, du meine, das ist mit dir was, aber auch was zu spielen. Das ist aber auch immer so, ne? Das ist aber auch immer, oh nee. Oh, das ist doch bestimmt wieder so Waggle-Physics und so. Ich kenne das doch alles. Und so ein 50-Cent-Steam-Spiel. Weißt du, das Ding ist? Das meine ich nicht böse, Wollo, ne? Ja, ja, ja. Du bist es satt, diese Spiele zu spielen. Aber wenn du was anderes spielen willst, ist immer so, nee, mag ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Ja, die mochte ich noch nie. Also, diese Spiele mochte ich wenigstens. Gegen allem. Diese Spiele mochte ich wenigstens mal. Das ist halt der Unterschied so, ne? Wo ich mir denke, ja von mir aus, die kann man nur mit einem großen Schlüssel aufmachen. Ach so. Ja, gut, von mir aus, wenn es sein muss. Dann, geil. Ja. Das ist das nächste Special-Video, Leute. Ja. Man, da denkt man, es kommt heute was Schönes irgendwann mal wieder, aber nein, es kommt wieder so was Komisches. So ein Blödsinn-Spiel. Was sich nur Menschen kaufen, die ein Video machen wollen. Kein normaler Mensch so spielt. Ja, wollen wir noch machen? Wir wollen noch ein Video machen. Ja, war halt noch nie mein Geschmack sowas. Was willst du jetzt von mir hören? Ich kann jetzt lügen, ne? Aber ja, ich hab noch nie Spaß an sowas gehabt. Ich guck mir sowas auch total ungern an, weil ich das immer super annoying finde. Aber gut, was macht man nicht alles, ne? Nee, für den Hausfrieden, wenn er mit der Hausdrache ruhig ist, ne? Muss man auch machen. Das finde ich wirklich wild, ne? Mit dir, also das ist wirklich der Wahnsinn. Also mach ich nicht mal negativ, das ist einfach so, das ist halt verrückt, du machst es dir ja selber schwer. Verrückt. Ich mach's mir schwer, indem ich keine Dinge spielen will, die ich, wo ich weiß, dass ich sie hassen werde. Ja, du bist halt auch ein Boomer, ne? Darf nicht vergessen, du bist 10 Jahre älter als ich, ne? Du bist ja kurz vor den 40. Eben, ich wirklich. Du wirst nächstes Jahr 40, ich werde nächstes Jahr 40. Ich werde nächstes Jahr 30. Ja. Oh, mein Leben vorbei, dein sowieso schon länger. Ja. Boah. Ich muss die 40 erst noch schaffen. Ja. Das ist noch gar nicht sicher, ne? Deswegen behaupte nicht einfach so, dass ich 40 werde, das stimmt vielleicht nicht. Ich gehe erst dadurch rein, dass du 40 wirst. Also laut meiner Ärztin werde ich keine 40. Echt nicht? Hat die mir damals schon mit 28 gesagt. Nee, das ist mal gut, es geht der Kanal gerade durch die Decke, wo du das reißt dich mal ein bisschen zusammen. Und ich sag mal, die hat da auch mal sowas gesagt, wie, dass sie Angst hat, dass ich durchs Sozialsystemraster irgendwann mal rausfalle. So. Mann, ich weiß immer nicht, welchen Knopf man drücken muss für das Item. Das ist hier so dämlich gelegt. Das macht die Scheiße unmöglich gerade, so. Und damit hatte sie auch gefühlt recht, ne? Deswegen mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen. Vielleicht ist das eine Wahrsagerin gewesen. Dass das andere auch eintrifft. Das wäre auch nicht so gut, ne? Ja. Naja. Nein, Wollo, ich sag dir, wie es ist, Wollo. Du bist ein Guter. Und das hat was zu verfolgen? Die Guten sterben immer. Ach nee. Früh. Sterben uns eher. Ja, scheiße. Ja. Nee, Wollo, du stirbst nicht. Mit wem soll ich das hier weitermachen? Weiß ich nicht. Nimmst du irgendjemanden? Maeve oder was? Ja, wahrscheinlich. Mit Maeve geht's dann durch die Decke endlich. Aber Maeve hat keine Zeit. Maeve ist ja immer im Urlaub. Ach, so ein Leben will ich auch mal haben, ne? Leben wie Johnny und Maeve. Ja. Das muss es sein. Aber ich glaube, da wäre ich lieber Maeve. Wieso? Weißt du, Maeve ist sympathischer. Ja, aber das hat ja jetzt erstmal damit nichts zu tun. Würde ich sagen. Wer das bessere Leben hat. Maeve. Meinst du? Ja, ja, ja. Woran machst du das fest? Weil er immer so glücklich ist. Johnny studiert und so. Der studiert doch gar nicht. Gehen. Das stimmt nicht. Der tut so, als ob er studiert. Nein, der hat doch schon vor Ewigkeiten gesagt, dass er nicht mehr studieren geht. Mann, der wohnt in der WG und nee. Ja, du bald auch. Nicht.
Ja, ich bin auch. Also von daher, keine Ahnung, ne? Ich will das endlich überlegen, umzuziehen nochmal, weil ich habe da... Ja, Ricky, da war doch was mit dieser Wohnung. Meine Mama hat mich gestern nochmal angesprochen, weil die hatte das auch im Video gehört. Ich meinte dann so, ja und? Ist da jetzt schon was passiert? Und ich habe so gedacht, ich denke mal nicht, ne? Dass da was passiert ist in die Richtung, dass Ricky sich dann vielleicht mal gemeldet hat. Ich guck nochmal gerade ganz kurz, Wohnung in Friedrichstadt. Moment. Na, kannst du gerne, also Ricky, ich zieh das durch. Wenn du da sagst, wir könnten die haben... Dann in der Sekunde rufe ich mit meiner Nummer an, wo die sich andauernd gemeldet haben und ich mich nicht zurückgemeldet habe, rufe ich da an und sage denen, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ja? Und dann werde ich hier 3 Monate sowas von wilde Sau spielen mit lauter Musik und da hast du nicht gesehen. Also ich bitte drum, let's go. Let's go. Oh, am letzten Tag nicht. Scheiße ich vielleicht sogar vor die Haustür, ich weiß es noch nicht. Ne? Ich überleg's mir. Wo finde ich das in Immowelt dort? Ja, Immo Scout, glaube ich, war das. Oder Immo Welt 24, juckt. Irgendwo. Damit auch jeder gleich gucken kann, wo wir dann wohnen. Was geht, Leute? Was geht, komm vorbei. Ich meine, der gute Laune-Typ hat auch seine Adresse, glaube ich, unter jedem Video. Das so schlimm kann es ja nicht sein. Echt? Ich meine schon, hatte der auf jeden Fall früher. Unangenehm. Fand ich, frage mich auch warum. Aber hier ist keine 5-Zimmer-Wohnung mehr, Digga. Doch hier. Mietwohnung. Was sind Wohnungen? Oh, das ist die gegenüber von meinem Laden. Das ist die, da wohnt meine Mutter. Das ist der Eisladen gegenüber von meinen Eltern. Ja, wie geil ist das denn? Ricky, stell dir mal vor, wir könnten da wohnen zusammen. Oh, die Wohnung ist scheiße. Die ist doch nicht scheiße. Was ist denn daran scheiße? Obwohl, da haben wir direkt einen Laden drunter, das heißt, kann sich keiner beschweren. Das wäre halt perfekt, ja, das wäre halt nämlich perfekt. Da ist nämlich, habe ich mir nämlich auch gedacht, wenn da so ein Laden drunter ist, dann können wir doch laut sein. Ich hatte ja vorher, nämlich da haben sich auch Leute aufgeregt, dass ich gesagt habe, ich habe da wilde Sau gespielt, aber das Ding war halt, unter mir aber war ein Geschäft. Ein Badezimmer, ne? Ja, du bist. Nein, da ist, glaube ich, noch ein Einzelklo. Nee, ist Badezimmer 1, steht da drauf. Ich gucke auch gerade. Ja, das kriegen wir schon hin. Obwohl, nee, du hast recht, sind 2 Klos. Also bist du doch eh nie da. Das sind sogar 3 Toiletten, sehe ich gerade. Siehst du, perfekt. Besser geht's gar nicht. Ich sag's ja immer wieder. Und, ja, was ich sagen wollte, unter mir war halt ein Laden. Dementsprechend ist da nachts keiner oder abends. Ne? Und über mir, die waren nur alle paar Wochen mal für ein Wochenende da. Deswegen war das auch gar kein Problem. Und ich habe natürlich auch übertrieben. Außerdem war das mitten in der Innenstadt, direkt an der Altstadt. Da war sowieso nachts immer die Hölle los. Entsprechend, ne? Aber das ist gut. Ich glaube, den kenne ich. Da brauchen wir safe nicht mal Schufa-Ausweise oder sowas. Geil. Boah, Ricky, bitte melde dich bei dem. Ich schwöre bei Gott, bitte mach das. Ich flehe dich an. Ich gehe auf die Knie. Ich gehe auf die Knie. Ricky. Ach, das ist im Video. Ricky, bitte. Ich flehe dich an, mach das klar. Ich will in den Norden, Digga. Ich will in den Norden, ich will hier weg. Ich will hier, bitte lass mich hier weg. Bitte, lieber Gott, Ricky. Boah, Mann. Mir die Knie. Zu Recht. Boah, will ich da wirklich mit Wallow zusammen in einer Wohnung wohnen, Leute? Die ist groß, da stören wir uns nicht. Ich schwöre dir, mich kriegst du gar nicht mit. Wenn du nicht willst, ne? Also mir kann man ohne Probleme sagen, weißt du was, Wollo, ich will dich heute den ganzen Tag nicht sehen, dann siehst du mich auch nicht. Ne, ich habe da auch kein Problem mit, ich bin dann auch nicht sauer oder so. Falls du Angst hast, dass ich sauer werden könnte. Du kennst mich, Ricky. Aber Internet macht mir auch Sorgen, sich gerade da. Wieso? 250 Mbit nur. Ja, ich habe hier 100. Ja, aber, ja. Du hast auf Twitch ein Limit von 6. Ja, 40k, ne? Upload. Selbst wenn wir beide gleichzeitig streamen, ist das kein Problem. Kann jeder noch alles machen. Zur Not können wir uns noch zusätzlich so eine LTE-Box holen. Hört ihr das, wie Wollo mich jetzt da reinreden will? Ich will hier wirklich weg. Ich will hier wirklich weg, Ricky. Und die Wohnung ist voll schön. So, das ist, ich guck sie mir mal an. Jetzt bin ich gerade durcheinander. Jetzt hast du mich durcheinander gemacht. Weil ich weiß auch, dass meine Schwester sich die schon angesehen hat. Ich bin so nervös. Weil meine Schwester sie vielleicht haben wollte für sich und ihre beiden Kinder. Tatsächlich, das weiß ich nicht. Ja, die können zurückstecken. Die können mal zurückstecken. Die können mal ganz gepflegt zurückstecken, finde ich. Ich frag da mal nach. Frag mal, Ricky, bitte mach aber auch wirklich. Ich will heute Abend was hören, dass du dich da gemeldet hast. Du hast den ganzen Tag frei. Bitte. Ja, mein Stiefvater kennt den. Ich klär das mal. Oh mein Gott, das wäre so krank. Oh mein Gott, das wäre so krank. Würdest du da auch so alleine einziehen wollen? Das kann ich mir nicht leisten. Dafür wäre die auch ein bisschen groß, glaube ich, für mich alleine. Oh, die hat sogar mit Treppen und so. Ich würde mir gerne vor allem mal angucken. Weil meine Mutter meinte halt auch so, ja, wenn du dann erst zurückziehen würdest, dann müsstest du auch deine ganzen Möbel verkaufen. Die gehen da ja gar nicht rein. Das ist nämlich auch richtig. Ja.
Ja, Oriki, sag mal lieber. Ja, ich kläre das. Ich wollte ja eh hier wahrscheinlich doch auch lieb. Raus. Ich will doch hier wahrscheinlich auch eh Guck raus. Guck mal, wir wollen doch beide raus. Und tatsächlich hat der auch einen Hof, sehe ich gerade. Das ist gar nicht so, ich kann nicht meinen Stand hinstellen. Abladen immer. Das ich ist dachte schon, Vorteil, der Stand wieder vorgestellt. Ich muss dann immer knechten. Du musst immer Kräfte verkaufen. Nee, aber wenn der Not am Mann ist, muss natürlich rübergehen in den Laden meiner Eltern, muss natürlich Softeis verkaufen. Ne? Das mache ich. Aber du könntest den ganzen Tag Softeis und Crepe fressen. Du musst nur runtergehen, Digga. Gegenüber gibt's Softeis, gebrannte Mandeln, frische. Oh, Ricky, dann könnte ich auch mit ins Freibad kommen. Dann könnte ich immer morgens schön schwimmen und so. Ja, genau. Oh Mann, das wäre so ein schönes Leben. Und ich käme unter Leuten. Leute, bitte tu mir das. Bitte tu mir den Gefallen. Aber dann musst du mit uns Brettspiele spielen. Ja, ich liebe Brettspiele grundsätzlich. Hätte ich mega Bock drauf. Da hat man immer jemanden zum Brettspiele spielen. Aber mein Schwager würde dich lieben. Wieso? Ja, weil der sucht immer mehr Leute zum Brettspiel. Immer sowas wie Skyrim oder sowas hat als Brettspiele, ne? So Rollenspiele. Bin ich sofort dabei. Kein ja, Thema. Ja, okay, ich mach das. Ich spreche heute mit denen. Geil. Oh, jetzt freue ich mich doch. Jetzt bin ich gehypt. Jetzt habe ich Hoffnung. Oh nein. Immer wenn ich Hoffnung habe, werde ich bitterlich enttäuscht. Ich werde dann mit meinem Stiefvater sprechen, werde sagen, ob er das weiß, wie die Wohnung ist und sowas, alles drum und dran. Und dann, mal gucken. Soll mal sagen, was letzter Preis ist. Mein letzter Preis. Geil. Boah, wär das geil, ey. Guck mal gerade. Ah, das ist gut. Das ist wirklich gut. Oregon, wir könnten Videos zusammen machen. Die würden auch viel besser laufen und so. Oh, so wir könnten so Kochvideos machen und alles Mögliche. Ja. Wir könnten richtig all out gehen, ne? Ich glaube, wir würden reich werden. Ich habe das Gefühl, wenn wir zusammenziehen, werden wir reich. Die Backstreet Boys WG. Ja, wie geil wäre das denn? Dann können wir da auch aber, Johnny hin einladen oder Teasy, machen wir da auch so gleich, Videos. Ne? Oh nein, jetzt kommt das Aber. Vor jedem Fenster muss ein Fliegengitter, sonst bin ich sauer. Ja, warum nicht? Ja, ich muss schon mal gesagt haben. Außer das geht nicht wegen der Klimaanlage. Doch, das geht wegen der Klimaanlage. Okay. Oh. Und wenn das nicht geht, dann kommt von deiner Wohnung, von deiner Zimmertür, kommt so ein Fliegennetz. Wie es, wenn man so rausgeht. Ich hab doch nichts gegen Fliegengitter, also. Ja. Aber du musst ich hab hier nur keine Fliegengitter, weil das hier nicht vernünftig funktioniert wegen der Dachschrägen. Aber du musst doch damit leben, dass natürlich ab und zu mal Leute zu Besuch kommen, dann kiffen die da den ganzen Tag. Oh nein. Und dann feiern wir so ein bisschen. Oh nein, da wird gekifft. Oh nee, dann lieber nicht. Da halte ich nicht. Aber wenn du Musik gehört. Oh, du kommst richtig. Du kriegst richtig Freunde dann so mit. Oh, das wäre so schön. Ja, Mann, das wäre so schön. Ich will mal ein echtes Leben führen. Ricky, gönn mir doch mal ein echtes Leben. Du kannst mir das ermöglichen. Ja, kannst mich aus der sozialen Armut holen. Und ich bin wirklich sozial verarmt. Oh, will ich das? Ist die Frage. Massig Karma-Punkte bei lieben Gott, ne? Was? Wir würden zahlen jeder, dass wir mal rechnen, Taschenrechner mal eben ganz kurz. Ja, 600 und ein paar zerquetschte. Aber würde ich ja weniger zahlen wie jetzt hier. Du würdest weniger zahlen, ich würde ein bisschen mehr zahlen, ja. Ja, dann aber das wäre auch jetzt nicht so großartig mehr. Rechnen wir mal mit Unkosten, also mit Strom und allen unseren Rechnungen, zahlt jeder 700. Ja. Ja, jetzt zahle ich mit Strom auch 700. Ja, dann geht das ja. Ja, sowieso. Mach ich dir die ganze Zeit. Du wirst weniger zahlen, du wirst ein bisschen mehr zahlen. Oh, ja, du machst es mir gerade schmackhaft, Rollo, ne? Ja, Ricky, es wäre der Banger, ne? Und wenn du da wirklich rankommst an diese Wohnung, wie gesagt, ich bin sofort dabei. Also, da brauchst du gar nicht überlegen. Du kannst ihm ja sagen, wenn der sagt, willst du. Dann, ja. Die Antwort, also von meiner Seite ist zu 150% ja. Ich muss mir das nicht mal vorher angucken. Ist mir scheißegal. Ist mir so egal. Machst nächsten kein Tag Bild. Stehst du mit deinen Möbeln vor der Tür. Los ja, sobald wir einziehen können, ne? Ja, also wenn das der ist, wo ich denke, dann wäre das so ein Ding von, ja, der Vertrag geht zuerst in 2 Wochen los, aber hier schon mal schütteln, kann ich mal fertig machen, alles. Strong. Das könnte, glaube ich, nämlich der gleiche sein, der auch damals mir die Wohnung vermietet hat hier von dem kleinen Haus. Das waren super, super, super liebe Leute. Oh, das wäre gut. Oh, Baby. Und jetzt setze ich gleich meiner Mama und die enttäuscht dann auch, ne? Also jetzt. Oh, erzähl das nicht deiner Mama. Doch muss ich. Die wollten nämlich wissen, was ist. Ich habe denen gesagt, ich frage Ricky morgen mal, aber dann werde ich sowieso nur so ein, schauen wir mal, habe ich schon so gesagt, ne? Brauchst also nichts erwarten, was damit kommt. Aber jetzt bin ich ja richtig überrascht. Oh nee, jetzt komm nicht so, Ricky. Hör auf, jetzt solche Geräusche zu machen. Ich überlege gerade, wie ich es am besten mache. Wie ich das am besten anhöre, ob ich das über meinen Skifahren angehe oder ob ich das selber mache. Also, das ist so der Plan, überlege ich gerade. Ja, wenn der den besser kennt, ne? Mein Stiefvater. Wenn du gleich durch bist mit der Aufnahme, rufe ich meinen Stiefvater an. Mach mal. Mit dir. Ja. Mit mir? Ich muss aber nicht mitreden, ne? Nein, du hörst ganz dann zuhören. Geil.
Und ich rufe erstmal meine Mutter an und dann rufe ich meinen Schiefvater an. Ich sag mir erstmal, was die sagt. Oder musst du erstmal deinen Cousin noch vorher anrufen? Nee, nee, ich rufe meine Mutter an. Mein Schiefvater ist immer so schnell eine Decke. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ich rufe erstmal meine Mutter an. Dann rufe ich erstmal meine Mutter an und sage, so, wie ist denn der drauf heute? Wieso sollte er denn an die Decke gehen? Aber der immer so, weiß ich nicht, das ist immer so schnell wegen ihr sauer. Fühle ich aber, ne? Rufe ich erstmal Mutti an, Mutti, wie ist denn der drauf heute? So, hat er gut geschissen? So. Kann man manchmal vorher nicht einschätzen, ne? Nee, deswegen rufe ich erstmal an und frage mal nach. Boah, Leute, ja, der Part heute früher vorbei, weil er dich anrufen muss. Ne, wir machen vernünftig, ne? Wir wollen ja, müssen ja auch Geld verdienen für die Miete. Ja, klar. So muss er ja auch vernünftig. Da musst du endlich mal aufhören, hier die ganze Zeit abzuledern, ne? Danke. Oh nein, da kann meine Mutter mal jeden Morgen bei mir rüber gucken, so ins Fenster und so. Von unten aus dem Laden und kann sie mal gucken. Na, bist heute wieder nicht losgefahren, ne? Bist du den ganzen Tag zu Hause? Ricky, das war bei mir früher so schlimm, ne? In meiner ersten Wohnung. Die war ja in der Nähe meiner Eltern, ne? So. Und wenn ich dann nicht zur Arbeit gegangen bin, weil ich mir dachte, kein Bock, ne? Oh nein. Dann habe ich das Auto immer woanders geparkt, weil mein Vater ab und zu mal einfach vorbeigefahren ist und er hat einen Umweg gefahren, um zu gucken, ob mein Auto da steht. Oh nein. Um mich dann drauf anzusprechen, also, warst du mir nicht bei Arbeit? Nein. Wo ich mir auch dachte, was fährst du da lang? Und dann war da jedes Mal so, ja, das war nur Zufall, dass ich da lang gefahren bin. Genau, ja, genau. Zufall. Du fährst von der Arbeit einen Umweg, aus Zufall. An deiner Wohnung vorbei. An meiner Wohnung vorbei. Na, das war mal wieder, das passiert halt manchmal. Das kennt jeder. Aber was machen wir denn, wenn wir uns streiten, Wollo? Was passiert dann? Wer behält die Wohnung? Ewig fernstreiten. Wie schlimm sollen wir uns denn streiten? Wie gesagt, Ricky, ich sag's nochmal. Es ist kein Problem, wenn du mal sagst, ne, ey, Wollo, ich hab heute echt keinen Bock, ne? Halt, leck mich am Arsch. Ich bin da nicht sauer. Ja. Ich habe die Sorge, dann lernst du eine kennen oder so. Und ich lerne eine kennen. Und wenn man dann und so. Naja, du kannst eine kennenlernen. Aber man kann ja auch, Ricky, du wirst lachen, ne? Aber man kann auch jemanden kennenlernen, ohne am gleichen Tag mit der Person zusammenzuziehen. Ja, das stimmt. Das funktioniert tatsächlich. Das ist eine Option, die man hat. Oh, und auch tatsächlich eine normale Weg. Ich kann nicht nur sagen, komm mit in mein Haus und Garten, sondern ja, komm mit in meine WG. So. Da kriegst du auch keine Bitches mit, ne? Das ist ja auch so. Ach Quatsch. Du suchst doch die jungen Hühner, die kennen doch gar nicht mehr anders. Die jungen Hühner? Ja, du bist so 28. Was suchst du denn dann? 25? Oh, so 20 plus. Siehste, da sind ja wohl junge. Das ist für mich, das ist so ein junge Gemüse. Aber auch ab 18 geht alles, ne? Boah, gefährlich hier, ne, Rigi? 10 Jahre, wobei meine Ex-Freundin war auch 10 Jahre jünger, aber die war 25 halt, ne? Gott sei Dank keiner was gesagt. Ja, das kriegen wir schon. Mach dir mal keinen Kopf. Ich finde so 10 Jahre ist so das Maximum, was man machen könnte. Ja, kommt immer drauf an. Ich würde sagen, kommt drauf an, wie alt man selber ist, ne? Ja, also ja, wenn man jetzt nicht 18, also wenn man selber 18 ist und sagt, der hat dann 10 Jahre dahinter, das ist immer ein anderes, das sehe ich genauso. Das ist dann vielleicht schwierig. Ja. Muss man dann auch gucken, vielleicht ist er ja sehr reif, ne? Ja, Alter. Das muss ich man distanziere dann, mich muss von dir aus, Bruder, das war ein bisschen viel. Nee, Bruder, das war schon. Das sagt man doch immer so. Ja, weiß ich jetzt nicht. Leute, bewertet den Witz von 1 bis 10 in die Kommentare. Wie schlimm fand ihr den? Unangebracht. 10. Also bewerten von unangebracht 10, von gut 1. Oh, wenn ich dich in meinem Dorf haben, dann werde ich ihn ja verprügelt, aber weil du der Uncoole, ich wohne mit dem Uncoolen zusammen und so werde ich immer verprügelt. Ich bin der Coolste. So. Was ist denn los? Oh, dann gehen wir abends mal im Pub rein und so und spielen in der Skat und sowas abends. Ich hätte so Bock, Ricky, ne? Ich würde gerne mal wieder ein bisschen richtiges Leben. Dann musst du alles mitmachen. Dann gehen wir auch abends mal. Nee, das würde ich, denn das ist manchmal auch so, du hast Bock, heute Abend zu chillen, ist nicht. Wir gehen heute Abend eine blaue Brücke, setzen uns dahin, trinken Bier und hören Musik und spielen dabei noch Karten. Tja. Ja. Ja, musst du können wir dann auch, ne? Mit Magic-Karten und so anfangen? Das wäre auch geil. Mein Schwager wird das gerne mal anfangen, weil hat keiner das beibringt. Also wenn du das beibringst, macht das bestimmt gerne mit dir. Ich habe das mal in einer siebten Klasse damals gespielt. Und also Grundwissen habe ich grundsätzlich, aber ich kann mich da wieder einlesen. Das ist nicht das Problem. Aber sowas hätte ich auch Bock, ne? Also wie gesagt, theoretisch kann man mit mir eine Menge machen, wenn man will. Ja, finde ich gut. Ne, wenn ich nicht zu weit laufen muss, ist das alles. Solange du nicht mit mir zum Brosteln willst oder so. Bouldern. Zum was? Zum Bouldern. Bouldern? Das ist ja das neue Wort für Klettern. Ne? Früher hat man gesagt, Mann geht klettern. Heute gehen die Leute bouldern.
Nein, Digga, ich fahre ja sogar zu Edi. Und du könntest sonntags mal einkaufen gehen. In dem Sommer. Du könntest jeden Sonntag einfach zu Rewe fahren oder zu Edeka. Ricky, ich gehe sowieso gerne jeden Tag einkaufen, ne? Also du kannst mir den Einkaufszettel immer geben, ich kaufe ein. Echt? Du brauchst nie wieder einkaufen gehen in deinem Leben. Nie wieder. Ich liebe das. Ich habe ja auch noch eine Putzfrau, das heißt, wir haben eine Putzfrau noch für die Wohnung. Und Saugroboter haben wir ja auch. Saug- und Wischroboter haben wir auch, Bruder. Geil. Aber das wird schon ein geiles Lied. Ja, jetzt hast du mir das auch schmackhaft gemacht. Du brauchst nie wieder einkaufen. Brauchst nie wieder einkaufen gehen. Ich muss so gerne einkaufen, Junge. Ich muss wahrscheinlich nur hochschleppen dann. Helfen wäre ganz nett, ne? dass ich nicht fünfmal laufen muss. Das komm schon unter! Ich stehe schon unten! Ah, oh, Leute, mein Volo ist schon wieder da mit dem Einkauf. Ich muss mal kurz runter. Wie früher, meine Mutter ruft an, ich fahre jetzt gerade die letzte Kurve rein, komm schon mal raus. Ja, früher muss ich immer, komm schon mal raus. Und dann stehe ich da vorne vor und sie war nicht in der letzten Kurve, sie war aber schon ein Stück weiter weg. Und dann stehst du da 2 Minuten vorne, wir sind voll Idioten. Oh nein. Und wartest darauf, dass die Mutter kommt. Jemand anderes musste eine Stunde durch die Gegend fahren, um einzukaufen und Ricky musste 2 Minuten dann warten. Das ist ja ein Unding. Ja, ja. Du bist wirklich arm dran, also wirklich, da muss ich auch Mitleid. Danke. Vielen Dank. Du bist das Opfer in dieser Geschichte. Ja, definitiv. Immerhin erkennst du das. Oh, da könnte man auch Dreier schieben und sowas. Geil. Oh, weiß ich nicht. Oh, direkt wieder unangenehm. Also ich kann Dreier schieben mit oh. Leute, im nächsten Part besiegen wir den Boss. Ne? Ganz genau. Ciao. Bis dann und ciao. Tschüss.